Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4. Ich hatte mal wieder in der letzten Folge gefragt, welches YouTuber-Haus wir heute zusammen bauen sollen und dabei rausgekommen sind. Ich habe diesmal nicht nur unter die Kommentare auf YouTube geguckt, sondern auch bei Twitter ein bisschen mitgelesen bei euch. Und ja, ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich heute die Sturmwaffel und den Paluten machen werde und die zwei zusammen in ein Haus stecke. So, fangen wir doch direkt mal an. Wir fangen direkt mal mit dem Freddy an. So, hallo, ich heiße. Sollen wir Frederik oder Freddy nehmen? Wir nehmen Freddy. Nachname wollten wir ja beim YouTube-Namen bleiben. Das lassen wir auch so. So, hatte ich da jetzt alles? Warte mal. Ja, die Gangart noch. Wie geht der denn? Müde? Einfach normal, würde ich sagen, ne? So. Und was machen wir denn aus ihm? Wir machen aus ihm. D-d-d-d-d-dim. Vermögen. Reich werden, Erfolg im Beruf haben. Und die Größe. Das größte, ausgefallenste Haus besitzen. Nee, das ist zu krass. Kreativ. Nee. Essen? Sollen wir irgendwen zum Koch machen? Natur, Wissen? Was gibt's hier? Wollen wir machen ihn mal zum Computerfreak? Er ist definitiv ein Genie, ist kreativ und definitiv immer fröhlich. Übertreib halt. So. Und hier werden wir natürlich. Wir machen aber jetzt erstmal als allererstes direkt die Haare und alles. Weil damit das so ein bisschen. Wie nehmen wir denn da? Ja, den, oder? Come on. So. So? Ja. Jetzt gucken wir mal, ob es hier auch ein passendes Braun gibt. Immer das Dunkle wieder, oder? Das Helle finde ich zu komisch irgendwie. Das passt nicht. Dann gucken wir mal, ob es hier eine Frisur gibt. Wir wollen das am besten alles zurückgekämmt haben. Und das länger. Jetzt sieht er aus wie so ein Gronkh. Gab es noch eine, die war so zurückgekämmt, oder? Lang. So, oder? Komm, wir machen das mal so. Und jetzt Mütze. Bitte gibt es eine ordentliche Waffelmütze. Hier. Nein, als ob es sowas nicht gibt. Als ob es hier nur so Scheiße gibt. Toll. Ich wollte ihm eine Beanie aufsetzen. Als ob es keine Beanie gibt. Toll. Dann lassen wir das so. Weil beim Freddy war das ja so, dass er, wenn er mal ohne Mütze rausgegangen war, hat er sich ja den Zopf gemacht. Dann lassen wir das auch dabei. So. Die Pustbäckchen. Pustbäckchen, die Augenbrauen was höher. Die Augen grün. So. So, jetzt ziehen wir mal was an hier. Und zwar ein dunkles T-Shirt. Gibt es hier so eine Strickjackenkombi irgendwie? Das hatte ich, glaube ich, schon mal geguckt, ob es so eine Strickjackenkombi gibt, ne?
Gab's, glaube ich, nicht, ne? Ach Mann, warum gibt's hier noch Kacke? Mann, 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 Mann. Sonst würde ich es, glaube ich, einfach so machen. Hat er meistens immer seine schwarze Jacke an mit den weißen Bömmelchen. Und auf jeden Fall einfach eine schwarze Hose. Eine schwarze Hose. Ne, aber nicht so eine. Die fände ich jetzt passender. Schwarze Hose. Und jetzt kriegt er noch Chucks. Chuck, Chuck, Chucks. Brauche ich euch ja nicht erklären. Die Schuhe finde ich einfach am passendsten hier. Dann hätten wir eigentlich schon fertig, oder? So. Nein. Das wollen wir dir nicht antun. Die Brille entfernen wir jetzt auch mal ganz schnell. Das ist nämlich jetzt Abendkleidung. Und du kriegst natürlich einen schicken Anzug. Come on. Genau. Jetzt noch ein Höschen. So ist das doch schick. Lass mir direkt so. Sport. Hose können wir lassen. Warmschuh kriegt er mal ein bisschen moderneres hier. Und das ist doch viel zu warm. Nimm doch einfach mal ein T-Shirt. Einfach ein schwarzes T-Shirt. Doch, so. So, jetzt haben wir hier Nacht. Warum gehst du mit deinem Hut schlafen? Wahrscheinlich kapiere ich es nicht. So. Einfach ein Höschen. Ausgekleidung hier oben. Cowboy-Hut. Läuft. Sollen wir auch mal eine andere Frisur machen vielleicht? Nee, ich finde, wir lassen die jetzt mit dem Zopf, oder? Das passt doch eigentlich ganz gut. Aber da ziehen wir dir doch was anderes an. Das nicht so gemustert wäre. Nee, hier einfach so. Nee. Nee, nee, nee. Nee. Wenn das jetzt andersrum wäre, wäre es wieder okay. Aber jetzt ziehen wir mal sowas hier an. Und dann eine Hose. So, oder? Doch, ist doch schick. Schick, schick der Herr. So, Badekleidung. Natürlich gehst du ohne T-Shirt baden. So, und natürlich ziehst du auch ein Höschen an. Du kriegst ein rotes Höschen. Komm, Freddy kriegt ein rotes Höschen. Sandalen hast du ja schon an. Ja, dann war es das schon mit Sturmwaffe. Dann haben wir schon die fertige Sturmwaffe hier zu präsentieren. Didididio. So. Dann machen wir doch direkt mal weiter mit Paletten. Neun zum Hinzufügen. Oh Gott. Hallo, ich heiße Paluten. Patrick. Alupas, my Alupas. Der geht auch normal einfach, würde ich sagen, oder? Was machen wir denn aus ihm? Geht's nicht hier so lustig oder so? Klassenclown oder sowas? Hm, was nimmt man da? Was nehmen wir denn da? Wir
machen ihn zum Verbrecher. Komm, wir machen Paluten mal. Eigentlich müsste das Revi sein, so ein Streichemaster. Aber wir machen Palute jetzt einfach, Paluten einfach mal zum Streichemaster. Oder nee, wir machen ihn zum Naturfreak. Gibt's nicht hier so Tierliebhaber oder so? Wegen Edgar? Komm, wir machen Natur. Angelass. Was ist das hier? Ne, wir machen ihn zum Naturfreak. Komm. Kreativ. Ginny. Was machen wir noch? Liebt die Natur. Ah. Ein Öko-Paluten. Ich frage die meisten einfach, boah, wie er guckt. Ist das sein Ernst? Wenn ich einfach hier so einen normalen Mann haben. Dann nehmen wir den einfach hier. Palle hat doch sogar braune Augen, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber guck, hier hätten wir ihm auch eine Bini setzen können. Jetzt haben wir wieder nur die Frisur hier. Dieses komisch zurückgekämmt. Und ich finde, das sieht gar nicht nach ihm aus. Sieht das nach Paluten aus? Die Paluten hat ja hier eher so höhere Wangenknochen, ne? So. Höcker machen wir ihn mal weg da. Eine normale Nase dahin, Mann. Diese Hexennose. So. Kann die was breiter machen? Die kleinere Ohren, oder? Voll die Riesenohren. So. So, doch, 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 ich finde, das kommt doch. Doch, 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 das ist der Paluten. So. Paluten ist ja gut trainiert. Mach dich mal nackig, damit wir hier gucken können. Oh. So. Gut. Dann ziehen wir einfach hier so ein weißes Shirt an, oder? Eine schwarze Hose. Ja. Nee, das ist auch so krass mit den Oberarmen. So krass ist es auch nicht. Er hat ja gut trainiert, die Oberarme, ne? Deswegen wollen wir das gar nicht verleugnen. So. Alle Paletten! Gut. Ich finde, der sieht ein bisschen zu dick aus. Dich doch. Oh. Er soll aber nicht. So. Mach ihm mal da was weniger. So, da. Ordentliche Statur hier, der Herr. Gut, dann gehen wir mal weiter in die Abendkleidung. Natürlich kriegst du auch ein Jackett ganz einfach mit uns, von uns und eine ganz normale schwarze Hose. Aber es passt gerade irgendwie nicht zum Jackett. Nein. Schwarz. Oh, das finde ich gar nicht mal so nicht schick. So, aber die Schuhe gehen gar nicht. No go, ey. Schwarz. So. Hallo Blüten. Es fehlt nur noch so ein Edgar als Haustier. Sportbekleidung. Jo, das könnte passen. Hose.
ziehen wir ihm einfach so eine graue. Boah, ich hab Schluck auf. What's going on? Schuhe passen ja. Farblich. Aber warum haben die immer Hut und Brille an, wenn die Badesachen haben hier? Das passt gar nicht. Das ist doch an die Schlafensachen. Hey, die Latschen sind cool. Komm, wir ziehen die Latschen an. Yo. So, das war Ausgekleidung, ne? Das finde ich gar nicht mal so schlecht, das Oberteil. Jetzt ist es irgendwie noch anders. Nee, ich finde das gar nicht so schlecht. Das lassen wir mal an. Und dann einfach wieder eine schwarze Jeans. Und natürlich wieder Chucks. Chuck, Chuck, Chucks. So, doch. Doch, das finde ich schick. Und das war Bade, ne? Können wir einfach so lassen. Ja, dann würde ich sagen, haben wir Paluten und Sturmwaffel schon erstellt. Das ging ja recht flott. Ich sage ja immer, die Herren der Schöpfung sind ja sowieso immer was schneller herzustellen. Haben jetzt Sturmwaffel, sieht eher aus wie Gronkh. Aber das ist halt doof wegen den Haaren. Das passt einfach nicht. Und das ist unser Paluten hier. Und die zwei sind natürlich Mitbewohner, genau. Mitbewohner. Und das speichern wir so direkt mal ab. Sturmwaffe und Paluten. Hier seht ihr sie nochmal. Einmal Freddy und einmal Patrick. Er sieht einfach genauso aus. Ich finde, Paluten ist richtig gut getroffen. Freddy leider nicht so. Ich hätte ihm lieber die Beanie aufgesetzt mit seinem Sturmwaffe-Logo. Aber gibt es ja nicht. So ein Scheiß. So. Ich teile das mal in der Galerie, damit ihr die runterladen könnt. Genau, damit habe ich den Haushalt automatisch gespeichert. Dann würde ich sagen, war's das. In der nächsten Folge ziehen die zwei auf ein Grundstück und wir bauen ein Haus. Und in der nächsten, übernächsten Folge werden wir ein bisschen anspielen. Schreibt mir auf jeden Fall jetzt schon mal in die Kommentare unbedingt, wen ich nächsten Dienstag erstellen soll. Weil ein paar Grundstücke haben wir ja noch frei. Ein paar YouTuber können wir noch machen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.